So, weiter geht's. Wir wollen weiter Orks abschlachten. Also eigentlich will nur ich es, weil ich eine große Axt habe und eine Fellrüstung und beides will ich verwenden. Also vor allem die große Axt. Ja, und diese Orks liegen auch mehr oder weniger auf unserem Weg zu Xalas, zumindest glaube ich das. Wenn ich mich hier nicht wieder total verlaufen habe, was aber nicht unmöglich ist. Einer von euch müsste noch angeschossen sein, genau. Du da. Du bist angeschossen. Ja, du. Genau, du bist das. Komm her. Guck mal, mein Freund ist auch schon tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Und ich habe nicht gespeichert. Ich hätte es doch mal tun sollen. Na gut, ich werde noch mal bis hierher spielen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! So, ich hole euch wieder dazu nach meinem unglücklichen Tod. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen einzigen Ork getötet, aber sie haben mich gerade verfolgt und jetzt ist glaube ich irgendwie nur noch einer da, was mich ein bisschen irritiert. Aber mit dem waren wir schon fertig, nehme ich mal ein. Also hoffe ich zumindest. Das war natürlich noch irgendwo hängen und das läuft genauso wie eben bei natürlich ganz, ganz schön. So, und wir stellen uns jetzt dem Feind. Das war ich dann. Mein Gott. Ich sollte wirklich mich ein bisschen vorsehen bei Orks. Die halten eigentlich unglaublich viel aus. Mehr so wie früher, sag ich mal. Aber sie teilen ganz schön aus. Also ein bisschen so wie wir. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass wir jetzt unsere Rüstung verringert haben. Nun ja, wir werden sehen. Die Orkunden habe ich jetzt alle erledigt, schon mal wieder auf Screen. Also wie ich es eigentlich auch schon mal euch gezeigt hatte, wie ich das gemacht habe. So, da oben geht es hin zu was eigentlich? Ach, ich bin so neugierig. Ein Lager. Okay. Wo ist der Kessel? Oh, mit Betten. Super, man kann hier schlafen. Und Truhen. Bett offen. Und bestückt. Eine verwitterte Axt und drei mal 50 Lebenspunkt-Tränke. Das ist doch okay. Und hier nochmal 10 Erz. Ja, das ist doch ganz fantastisch. Da können wir uns hier praktisch nochmal ausruhen, was ich auch gleich mal demonstrieren werde. Wenn immer so von der Ork-Jagd ein bisschen ausruhen, hätten wir uns die ganzen Tränke auch eben sparen können, die wir genommen haben und das Essen und sowas, weiß ich was. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ratzepü. Ah, wunderbar. Und schon können wir weiter auf die Ork-Jagd gehen. Aber diesmal, haha, diesmal bin ich nicht so doof. Diesmal speichere ich nochmal. Nicht jetzt gleich wieder drei Orks in die nächste Ecke warten und mich niederhauen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das passt mir gerade nicht in den Kram. Lassen. Das war, glaube ich, irgendwie so eine DSDS-Tussi oder sowas, die halt irgendwie meinte, die hat da auch nicht gewonnen. Also ein Krieg, das war, glaube ich, zum Irakkrieg oder Afghanistankrieg, ein Krieg passt mir jetzt in meine Karriere jetzt gar nicht rein. Ich meine, das war nur wirklich so ein Ausschnitt, wie immer, aus der Medienlandschaft, aber allein, dass man das überhaupt mal äußert, sollte einfach nicht sein. So ein dummes Gewäsch. Nun ja, ist ja egal. Also, für das jetzige Spiel kann es mir egal sein. Wir kümmern uns weiter um Gothic. Oh Gott, nein, und nicht. Ich werde auch gleich drei Kämpfer gleichzeitig antreten. So war das. Ich bin doch nicht bekloppt. So. Also maximal einen. Sonst nix. Ach Mann. Und immer noch die beliebte Hit-and-Run-Technik. Wir sehen ganz deutlich, was hier ist. Ich hoffe, dass es auch wirklich nur noch einer ist. Ja, es scheint auch wirklich erstmal nur noch einer zu sein. Ach komm, dich nehme mal so. Ja, willst. Und da wir jetzt wissen, dass wir schlafen gehen können, werden wir es auch gleich mal tun, um gleich mal ein bisschen Tränke zu sparen. Gleichzeitig zücken wir den Bogen, um Gegner, die sich vielleicht in der Umgebung tarnen, schneller sehen zu können, weil ihr Name angezeigt wird. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Ich finde, der Bogen sieht ziemlich geil aus, weil auch wenn der Bogen läuft, das ist ziemlich schick gemacht, muss ich mal sagen. So. Erstmal eine Runde ratzen und dann wiederum auf Orkjagd. Ich hoffe allerdings, dass wir nicht für jeden Ork jetzt schlafen gehen müssen. Das würde ich glaube ich auch nicht machen, sondern einfach mit Tränken oder so bewerkstelligen. Weil das wäre einfach mal zu viel. Dann würde ich das halbe Let's Play hier nur damit zubringen, irgendwo
hin und her zu laufen zwischen Bett und Ork. Und darauf hätte ich ehrlich gesagt auch selbst keinen Bock. So, ich glaube, ich habe das auch ganz ähnlich gemacht, als ich zum ersten Mal hier war. Auch da habe ich die Höhle relativ spät entdeckt, aber ich glaube, ich kam irgendwie von der anderen Seite, warum auch immer. Und habe die Höhle erst irgendwie ganz zum Schluss entdeckt, oder bei den letzten drei Orks. Ich habe so geflucht, weil ich da bis dahin schon reichlich an Tränken und Essen sowieso verbraucht hatte. Und das war natürlich richtig, richtig schade. Na gut, Orks, wo seid ihr? Ork-Kämpfer, da seid ihr. Lasst euch beschießen. Und es wäre schön, wenn ihr mal ein bisschen Lebenspunkte verlieren würdet. Aber da bin ich jetzt natürlich nicht dazu bereit, ist ja klar. Vielleicht bin ich da oben lang gelaufen, was da so ist, ich bin weiter gefahren, eigentlich ist total dumm, unbekannte Gewässer. Auch Gewässer, auch um unbekannte Gefilde zu rennen und zu fliehen. Da sind also weitere Orks, aha, aha. Und hier sind irgendwelche weiteren Ork-Hunde. Das heißt, wir sollten da eigentlich überhaupt nicht lang gehen. Und ein Ork haben wir verloren, dafür haben wir Ork-Hunde gewonnen, das ist super. Das ist ganz furchtbar. Und deswegen sollte man nicht in solche Gebiete erstmal reinfliehen. Weil, ja, dumm, ne? So, hinter uns grunzt es und hält es noch verführerisch, deswegen drehen wir uns direkt mal um. Und weg sind sie, die Geister, die ich rief. Aber da sind sie wieder. Aber Ork-Hunde kennen wir ja schon so Dutzende erlebt. Und ich weiß, wie auch schon bei den Varanen nicht, woran ich hier das, wonach sich hier das Schadenpotenzial misst. Oder wonach man Schaden macht. Beim ersten Schaden meistens irgendwie relativ viel Schaden. Und danach gar nicht mehr. Wenn wir an diesem Punkt sind, trifft man praktisch nicht mehr. Dann macht es keinen Schaden. Natürlich ist das jetzt Vorführeffekt, aber ich habe es ja bei den vorigen Kämpfen gesehen. Ich habe am Anfang relativ großen Schaden gemacht und dann auf einmal, schwupp, nichts ist passiert. Da haben sie auf einmal Rüstung 500. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an Wut liegt oder was weiß ich was die haben. Aber ich finde das doch höchst seltsam. Und außerdem, also dann nervt es schon etwas, sage ich mal. Weil es halt in dieser Hinsicht schon recht unrealistisch und irgendwann wird, dass man erst relativ viel Schaden macht und dann praktisch gar keinen mehr. Naja gut, hier haben wir jetzt immer noch zwei Ork-Kämpfer. Und ich kann denen aber auch überhaupt keinen Schaden machen, obwohl die Pfeile sehr eindeutig an seine Hüfte prallen. So. Wie gesagt, mehr als einzeln nehme ich die Leute nicht, weil die sind einfach viel zu heftig. So, jetzt umdrehen. Na, 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 nicht abhauen. So nicht, mein Freund. Wir wissen doch beide, dass du des Todes bist. Ich bin ganz ehrlos mit dem Bogen erledigen. Ich glaube, das macht er auch. Haha. Wunderbar. Ehrloser Tefkal. Und einen komischen Krusch-Urok nehme ich auch noch. Einfach so in, als Ersatz für meine Pfeile. Ich glaube, das Zeug ist nur 30 wert, seine komische Keule, aber ich verbrauche ja auch ungefähr 50.000 Pfeile für den Typen, von daher ist es völlig in Ordnung. So, oh, dich habe ich auch schon geschossen. Deswegen haben wir den anderen kaum Schaden gemacht, weil wir dich immer noch getroffen haben. Na, dann stirb mal. Wunderbar. Und dort oben sind noch Beißer. 4 Stück. Naja, auch die werden wir getötet bekommen. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay. Ich zähle lieber nicht nochmal, weil dann sind es wahrscheinlich dann 10 Stück. Oh ja. Ein Schuss. Ein toter Beißer. Raus jetzt wir treffen. Ja, übrigens sollten wir die Axt ziehen und nicht einfach nur doof rumstehen. Ein toter. Auch pro Schlag ein toter, das ist doch super. Ich liebe diese Axt. Ich liebe Äxte einfach. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Aber ich lasse jetzt meine Werbetour für Äxte langsam ein bisschen sein. So. Den Ork hatten wir schon. Und euch hatten wir noch nicht. Achso, da hinten steht noch einer rum und kümmert sich gar nicht darum, dass wir gerade seine Freunde erledigt haben. Na gut, dann pflücken wir erstmal diese Kräuter, die es hier gibt. Gibt es ja reichlich Kräuter, meine Güte. Aber ich glaube, ich werde erstmal die Kräuter aufsammeln, die nur auf unserem Weg liegen, weil sonst rastet ihr wahrscheinlich aus. Schwarzmeißer. Wunderbar. Wer seid ihr? Ork-Kämpfer. Nun ja, da oben ist wieder ein Turm. Ich glaube, wir sind da oben schon mal runtergelaufen und direkt nach rechts.
Wir kümmern uns allerdings erstmal eher um die Map und gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Geradeaus auf keinen Fall. Wir drehen es also um und gehen das Ganze wieder hoch zu diesem Wasserturm. Na gut. Also müssen wir wirklich durch diese ganzen Orks durch. Kein Problem. Da hätten sie noch Orkhunde. Ach, was soll schon passieren? Und wie ich da nicht treffe, es macht wieder unglaubliche Freude. Ja, ja, Uga-Chaka, Uga-Chaka. Hopp. Und hopp. Ja, da guckst du, dummer Ork, hä? Oh ne, der ist immer noch da. Nein, da kriegst du noch. Tschüss. Ach man, ist das spannend. Hit-and-Run-Technik ist so furchtbar unspannend. Und das finde ich halt leider etwas schade beim Gothic-System, dass man halt hier entweder die Wahl hat, sofort zu sterben, bei irgendwelchen Gegnern, oder halt die total super Imbar wegknallt. Also entweder treffe ich auf Mole-Rats oder so, die ich praktisch sofort töte. Guck mal, da runter, ohne zu sterben, ich hoffe doch. Wie verfolgt ihr mich eigentlich? Nein! Weg. Springen! Oh, Gefahr. Gut. Können wir uns vielleicht irgendwo Sicherheit bringen? Ihr springt natürlich auch gleich mit runter. Ja, warte mal, hier ist doch hier der liebe Verkaufsmensch. Der kann uns da ein bisschen helfen. Hallo, Verkaufsmensch. Wo seid ihr eigentlich beide hier? Ich kann euch doch ein bisschen helfen. Hallo, hier sind Orks bei euch. Hallo, Kavalorn. Oh, da ist eine Höhle hinter Kavalorn. Ja, wunderbar. Das ist eine Nummer zu groß. Schieß auf den Typen. Verdammt nochmal. Kavalorn. Nicht die scheiß Mole-Rats, sondern den Ork, Herrgott, nochmal. Oh, verdammt, ich muss dringend irgendwas, einen Heiltrank zu mir nehmen. Und dann den Ork anlegen. Weil der hat auch nicht mehr viel Leben, aber ich befürchte, dass, wenn ich jetzt stehen bleibe, erwischt er den First Hit. Und dann bin ich ganz tot. Und das will ich nicht. Kommst du da hoch? Jawohl. Haha. Mein Gott. Das war nicht so knapp. Nein, so knapp war das nicht. Wir haben einen guten Freund verloren, der da unten irgendwo liegt. Komm, geh runter. Geh runter. Dankeschön. Nicht den Ork kämpfen, du sollst ein blödes Kruschpach nehmen. Und ich bin der Meinung, wir sollten mal irgendwie trauern. Danke, Scorpio. Du hast mir eben ein besseres Schwert verkauft. Und hast dein Leben gegeben, um eigentlich diesen blöden Ork, der nicht mehr viel Leben hatte, eigentlich überhaupt kein bisschen einen Kampf zu liefern. Scorpio, du warst eigentlich nichts nutz. Ein absoluter Nichtsnutz. Du warst sinnlos ohne Ende. Aber du hattest Erz und hast mir Dinge verkauft und hast mich angegriffen aus dem alten Lager. Deswegen plündere ich dich zu deinen Ehren. Danke, Scorpio. Danke für all das, was du uns geben konntest. All das, was wir eigentlich auch dir gegeben haben. Und, ja, gut, war zwar jetzt nicht meine Absicht, war auch nicht die beste Grabrede, mit Sicherheit nicht, weil es vor allem viel Dünnsinn war, aber ich kann mich nochmal hier hinlegen, zu Kavalorn ins Bett, der liebe Mann, der ein bisschen aussieht wie Spock, meiner Meinung nach, beim besten Willen sieht wirklich aus wie Spock, nur ein bisschen schwärzer, so ein bisschen Mocker-Spock, ja, was übrigens kein rassistischer Kommentar sein sollte, sondern er sieht wirklich aus wie Mocker-Spock, da kann man wirklich sagen, aber Kavalorn, hast du irgendwas zu erzählen eigentlich? Altes Lager und so, du weißt schon. Ne, du kannst mir irgendwas in die Jagd beibringen und kannst mir auch zeig mir deine Ware verkaufen. Wie ist gar nicht passiert, ne? 400 Erz hast du. Flammenschutzring, bla bla bla. Ring der Holzhaut, ich glaube, das haben wir dir alles schon mal verkauft. Ein paar Pfeile kann ich direkt annehmen. Was ich so, 500. Ja, was weiß ich, nehme irgendwas dafür. Söldnerklinge 73. Ja, wie schön. Leichte Zweihänder, Berserkerwut, Strecker, rostiger Zweihänder, Gardistenhand, Sturmgeflüster. Oh, warte mal, wir geben dir wesentlich mehr Werte, als du eigentlich hast.
Na gut, dann gibt's das zurück und das zurück. Das. Du brauchst die zwei Hände auch. Und noch einen weg. Und noch einen weg. Und den Rest gibst du mir in Erz und dann ist gut. Dann haben wir nichts gesagt. Den restliches Erz hole ich mir später, okay? Dankeschön. So. Das soll erstmal reichen. Und das soll auch erstmal reichen für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.